Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Arma 3. Ja, ich werde heute mit euch die Präsentationen weiterspielen, da wir immer noch keine Kampagne in Arma 3 haben. Und da fast alle meine Freunde noch keine Arma 3 besitzen. Deswegen macht Spielen im Multiplayer-Modus bzw. Experimentieren im Editor noch nicht wirklich viel Sinn. Das macht am meisten Spaß mit anderen Leuten zusammen. Und am besten auch noch, wenn sie bei mir im Teamspeak mit drin sind. Von daher warte ich da erstmal noch ein bisschen ab. Ja, letztes Mal haben wir die Helikopterpräsentation gespielt und wollten heute mit den kombinierten Waffen weitermachen. Wie ihr seht, habe ich diese Mission schon gezockt. Ich hatte nämlich ein paar Aufnahmeprobleme. Ich habe versucht aufzunehmen, während ich ein Video gerendert habe. Das hat meine CPU dann doch ein bisschen gefickt. Ich hatte dann eine CPU-Auslastung von 100%, obwohl ich das Spiel ein bisschen gehangert an manchen Stellen und das war mit der Aufnahme dann nicht ganz kompatibel. Deswegen muss ich jetzt halt nochmal von vorne anfangen. Ist aber nicht schlimm. Die Mission fand ich eigentlich ganz in Ordnung, also es geht so. Hat ein paar Kritikpunkte, aber das werdet ihr gleich noch sehen im Laufe der Mission. Ja, ich werde diese jetzt einfach neu starten, damit ihr auch mal einen Einblick bekommt. Und lasst euch überraschen. So, Briefing, das ist wie immer das Anfangsbriefing, die Situation des Spiels, der Mission, die wir gerade spielen müssen. Nach unserem erfolgreichen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt von Stratis und die Besetzung des Militärgeländes bei Agia Marina hat sich der Feind in ein kleines Lager im Osten zurückgezogen. Da rechts. Unsere Offensive hat die westliche Flanke des Feindes geschwächt. Wir haben jetzt die Chance, weiter vorzurücken und das Lager zu besetzen, bevor der Feind seine Truppen sammeln kann. Wir werden die feindlichen Truppen im Zielgebiet mit einem kombinierten Angriff neutralisieren. Während Whiskey 6 Luftunterstützung leistet, wird der Angriff durch unsere motorisierte Infanterie, Rufname Echo, abgesichert. Denken Sie aber daran, dass im Norden und Osten noch immer starke Feindverbände stationiert sind. Wir müssen damit rechnen, dass der Feind aus der Camino-Region Verstärkung heranzieht. Ja, unser Team, die Konstellation, wie immer eine Gruppe bestehend aus 7 verschiedenen Soldaten. Ja. Und im Briefing, die Signale, die brauchen wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Das ist einfach hier die ganzen Markierungen auf der Karte, wo wer sitzt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Mission. So, schon geht's los. Präsentation kombinierte Waffen. Also wie wir eben gelesen haben, kombinierte Waffen heißt nicht, dass wir jetzt mit verschiedenen Waffen rumlaufen, sondern dass quasi verschiedene Waffentypen zusammen agieren. Also die Infanterie, gepanzerte Fahrzeuge, Helikopter und so ein Scheiß. Ja. Statusbericht östlich von Agia Marina. Oder Agia Marina, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. 6.7.2035. 5.30 Uhr am Morgen. So. Da sind wir. Wir befinden uns in einem Hubschrauber. Und wie ihr jetzt sehen werdet, in einem Tarnkappenhubschrauber. Ganz genau. Das ist solch ein Modell, welches beim verdeckten Einsatz abgestürzt ist, wo Osama Bin Laden getötet wurde. Das ist ein streng geheimes Militärprojekt der US-Regierung bzw. des US-Militärs. Mittlerweile sind Details bekannt, dass man weiß, dass das Ding existiert und dass es funktioniert. Ja, komm, erzählt mal ein bisschen schneller hier, ich will auch was erzählen. Bla 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 bla, alles uninteressant. Das Besondere an diesen Helikoptern ist, dass die Form keine oder besonders wenige gerade Flächen aufweist, die das Radarsignal zurückwerfen könnten. Das heißt, man hat sehr viele Kanten und Ecken drin, wodurch die Flächen, die reflektieren können, meistens dann so groß sind, dass sie auf dem Radar wie eine Taube wirken. Also wenn tatsächlich Radarsignale zurückkommen sollten zum Empfänger, dann sehen die auf dem Bildschirm aus wie eine Taube oder wie ein Vogel oder irgendwas Kleines halt, also nicht wie ein Helikopter. Ändert nichts daran, dass sie sich wundern werden, warum ein Vogel mit 300 Sachen durch die Gegend fliegt. Aber
Ja, hier seht ihr, das Fahrgestell befindet sich auch im Rumpf und wird verdeckt von so einer Klappe, die dann eingefahren wird, damit die Radarwellen nicht vom von den Rädern reflektiert werden können. Ja, man muss nämlich dazu sagen, die Radarwellen werden von allem reflektiert, was dem Empfänger entgegengerichtet ist, also wird quasi vom Sender abgeschickt und prallt dann an dem Objekt ab und geht dann zurück zum Sender. Wenn natürlich die Fläche dem Radarsender nicht im 90-Grad-Winkel entgegengesetzt ist, sondern in einem anderen Winkel, dann werden diese quasi abgeprallt in eine andere Richtung und kommen nicht zurück zum Empfänger. Wodurch tatsächlich nur die Radarwellen zurückkommen, die auf eine gerade im 90-Grad befindliche Fläche treffen. Und das ist bei einem Rad zum Beispiel meistens der Fall, weil da ja mindestens eine kleine Fläche zurück zum Empfänger zeigt. Klingt logisch, ist auch so. So, wir befinden uns hier mitten im Gefecht. Da vorne unser Truppführer, der führt uns jetzt gerade in Richtung dieses feindlichen Lagers, wo wir uns stationieren sollen, beziehungsweise da mal ein bisschen aufräumen sollen. Das letzte Mal, wo ich diese Mission gespielt habe, sind einige meiner Leute gestorben. Ist ein bisschen schlecht, weil ich ja gerne möchte, dass die alle überleben, aber ja, ich meine, sind Soldaten, sind dafür ausgebildet zu sterben. So. Beziehungsweise sie werden ausgebildet, nicht zu sterben. Oh, 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 oh. Jetzt geht's böse hier ab. Oh, das war mein Steam-Menü, da wollte ich nicht hin. Ich will da vorne hinter dieses Auto da, das Wrack, um mich zu verstecken. Von hier aus hat man nämlich eine ziemlich gute Sicht über die Gegend. Und man kann von hier aus ziemlich gut operieren, ohne selbst getroffen zu werden, wenn man Glück hat. Oh, nee, 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 ich will aufstehen. Aufstehen, dann kann ich nämlich besser nach da hinten ziehen. Getroffen. Boah, wie er da rausholzt, meine Fresse. Ich laufe jetzt mal schnell in Deckung hier vorne. Geschafft. Oh, wir haben einen Verwundeten anscheinend, beziehungsweise einen Toten. Der scheint schon tot zu sein. Ich bin mir da nie so sicher. Boah, wie die hier reinholzen. Meine Fresse. Ja, wie sieht's aus hier? Sind die ganzen Feinde tot? Oh, 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 oh. Da hat sich irgendwas bewegt, so viel, wie ich aus dem Augenwinkel gesehen habe. Nee, scheinen alle tot zu sein. Es wird gespeichert. Good work. So, unser Team ist noch relativ vollständig, wie es aussieht. Was haben wir hier? Ein Tisch mit einem Lageplan. Da haben sie also gerade ihren Leuten erklärt, wo was abgeht. Ist aber ein bisschen zu spät. Ich werde mich mal hier unten bei dem LKW neu ausrüsten. Man kann ja das Inventar von LKWs durchstöbern und gucken, was man Neues findet. Und zwar haben wir hier Erste-Hilfe-Kästen. Ich kann nämlich zum Beispiel meine Rauchgranate rauswerfen und dafür einen Erste-Hilfe-Kasten einpacken. Noch einen kann ich anscheinend nicht mitnehmen, ist aber auch nicht schlimm. Ich habe ein angebrochenes Magazin und noch zwei weitere drin. In meinem Rucksack. Das sollte erstmal reichen. So. Und wir sollen jetzt hier die Stellung halten in dem Lager.
sollte uns auch nicht allzu schwer fallen. Oh, 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 da schlagen schon Granaten ein. So, und das ist das, was mich an dieser Mission so mega ankotzt. Wie soll ich auf 400 Meter mit einem verdammten Rotpunktvisier agieren? Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich hier nach vorne laufe, über das freie Feld, dann bin ich sofort tot, weil die Gegner einfach zielen wie die Götter. Und ich habe hier ein verfluchtes Rotpunktvisier. Und muss von so großer Entfernung schießen. Ich habe noch nicht mal einen Zoom drin. Nix. Das ist total zum Kotzen. Man trifft damit überhaupt nichts. Das ist nur Glückssache. Dann noch mit dem Bullet Drop. Also es ist echt nicht einfach. Das Problem ist, er versteckt sich da irgendwo hinterm Berg, hinterm Stein. Das heißt, ich kann ihn gerade nicht treffen. Ich wechsle mal wieder zum semi-automatischen. Mit Feuerstoß komme ich jetzt nicht wirklich weiter hier. Hä? Habe ich nicht gerade. Jetzt bin ich wieder semi-automatisch. So, jetzt scheint er tot zu sein. Da hinten sind noch mehr Gegner. Okay, ich habe nur noch ein Magazin. Jetzt sollte ich echt mal anfangen, hier ein Inventar aufzufüllen mit neuen Magazinen. Nein, das brauche ich nicht. Oh, der LKW da hinten ist Schrott. Scheiße, da waren, glaube ich, Munition für mich drin. Was brauche ich denn für eine Munition? 6,5 mm, 30 Schuss. Kann ich noch mitnehmen. Ich hoffe, damit kann ich nachladen. Anscheinend aber nicht. Ha, scheiße. Ich guck mal hier bei meinen Soldaten. Liegen hier irgendwelche Toten von mir rum? Oder bei den Feinden hier? Gucken, was die hier im Inventar haben. Keine Munition. Was habe ich jetzt hier genommen? Inventar. Oh, ich habe die Waffe aus Versehen gewechselt. Das war natürlich so. Und da habe ich aus Versehen auch meine Waffe weggeworfen. Ich möchte gerne diesen Raketenwerfer zurückhaben. Wie kriege ich den? Da ist er. So. Gut, ich habe meinen Raketenwerfer wieder. Ich weiß nämlich, dass hier teilweise Fahrzeuge angreifen können. Okay, ich soll mich hier neu munitionieren. Kann ich die Munition denn überhaupt verwenden? Bin ich mir jetzt halt nicht sicher. Mir wird angezeigt, dass ich nur noch ein Magazin habe. Ich schieße einfach mal leer und dann gucke ich mal. Der scheint da hinterm Hang zu laufen, den kann ich nicht treffen. Ist natürlich ziemlich dämlich, dass ich dann trotzdem so ein rotes Fadenkreuz habe. Oh, ist das einer von mir? Ja, das ist einer. Oh, Glück gehabt. Das ist auch einer von mir. Puh, ich will hier schon auf meine eigenen Leute schießen, weil... Ich laufe hier durch mein Schussfeld.
So Leute, wie sieht's denn aus hier? Wo sind überhaupt mein Trupp? Mein Trupp ist da vorne. Das ist mein. Oh, lebt nur noch ein einziger aus meinem Trupp? Die restlichen da ist ja eine andere Gruppe. Ich glaube, von mir sind alle anderen tot, so wie es aussieht. Ach du Scheiße. Hier habe ich ja tolle Unterstützung geleistet. Aber ich meine, ich habe eben ziemlich viele Gegner gekillt. Von daher. Soll ich mal wagen, hier vorzupreschen? Es einfach mal. Das war bis jetzt nicht so in den anderen Missionen. In den anderen Missionen war es immer so, dass ich im Lager bleiben konnte und die Feinde sind zu mir gekommen. Anscheinend scheint das hier ein bisschen zu variieren. Vor allen Dingen kam jetzt kein gepanzertes Fahrzeug. Beim letzten Mal kam ein gepanzertes Fahrzeug. Ist zumindest gut, dass das fordernd bleibt. Und nicht immer das gleiche stumpfe Geballere ist. So, jetzt muss ich ein bisschen auf Feinde aufpassen. Spiel wird gespeichert. Wunderbar, anscheinend habe ich es geschafft. Gegenangriff abgewehrt. Ja, perfekt. Wunderbar. Also ich habe es geschafft. Anscheinend hat sich hier einfach nur ein Gegner festgebackt gehabt und ich musste da hin, um den zu töten, beziehungsweise ich musste diesen Bereich laden oder hier irgendwas machen, damit der Gegner da gekillt werden kann. Ich blicke hier manchmal nicht so wirklich durch, was ich machen muss. Also da stand eindeutig, ich soll ihn killen, aber ich sollte gleichzeitig auch das Lager sichern und ich laufe ja nicht einfach als Einzelner auf die freie Fläche, ohne dass mein Truppführer mir irgendwas sagt. Weißt du, was ich meine? Also das ist schon ein bisschen zwiespältig. Naja, da oben ist auf jeden Fall das Lager, von wo aus eben die Soldaten angegriffen haben. Dort werden wir jetzt abgeholt. Das weiß ich natürlich schon, ihr nicht, aber ist doch auch logisch. Da oben ist das Zeichen dafür, dass ich dort was machen muss. 80 Meter, 40 Meter, Entschuldigung. Und dort hieß es ja eben, dass ich abgeholt werde von dem Heli und dass wir jetzt woanders gebraucht werden. Ja, das war es jetzt quasi auch schon mit der Mission. Ist ein bisschen blöd, dass ich den schon gezockt habe, das kann ich hier alles verraten, aber ja, ihr seht, da werde ich abgeholt. Ist auch hier, wenn ich näher ranzoome, sieht man die Rotorblätter, wenn ich wegzoome, wieder nicht. So, meine Teamkameraden, weiß ich nicht, wollen die mitfliegen oder wollen die nicht mitfliegen? Boah, sind die noch weit weg, meine Fresse, naja. Naja, Hauptsache die Mission erfolgreich abgeschlossen. Also beziehungsweise ich habe sie ja nicht abgeschlossen, aber gleich. Ohne zu sterben. Beim letzten Mal bin ich 3-4 Mal gestorben, weil mich dieses scheiß gepanzerte Fahrzeug 1000 Mal umgenietet hat. Welches jetzt gar nicht existiert in dieser Runde. Oder gar nicht existent war. So. Steigen wir mal ein hier. Kann ich nicht. Inventar, was haben wir denn hier im Buch schon? Oder? Oh, meine Güte, Steuerbarer. Aha. Steuerbarer Fallschirm. Ich habe immer gelesen, Steuerberater. Oh, und ich dachte immer, warum Steuerberater? Was soll denn der Quatsch? Aber ich habe einfach nur falsch gelesen. Naja, jetzt bin ich schlauer als vorher. Zwar nicht viel, aber ein wenig. Meine Teamkameraden sollen mal hier hochkommen. Wollen die mich verarschen? Wo sind denn die? Da kommt er, mein Teamleader. Wir sind nur noch zu zweit, alle anderen sind tot. Das ist echt schade. Hätte, glaube ich, ein bisschen besser laufen können, aber ihr erinnert euch, ne? Am Anfang der Mission waren da total viele weiße Sechsecke und jetzt sind es einfach nur noch zwei, beziehungsweise nur noch einer. Ich bin jetzt einfach nur alleine mit meinem Team wieder zusammen. Und das ist noch nicht mal der Team wieder von Anfang an. Alle anderen sind einfach gestorben und er hat sich einfach als letztes freiwillig als Team wieder gemeldet. Naja, immerhin haben wir die Mission abgeschlossen. Verluste sind egal in dieser Mission. Wir werden nicht dafür bestraft und dann sterben. Von daher passt das schon. Gut. Aufgabe abgeschlossen. Wir werden wieder ausgeflogen. Und jetzt müsste jeden Moment, da ist es schon, genau, Mission abgeschlossen stehen. Perfekt. Jetzt gucken wir uns vielleicht mal den Statusbericht an, was ich alles hätte besser machen können. Das kommt ja am Ende immer.
Sie haben die feindlichen Lager besetzt, die ladende Zone gesichert und sind und sich auf die nächste Operation vorbereitet. Okay, gucken wir, was auf Seite 2 steht. Wertung 600 von 600. Oh, obwohl fast alle gestorben sind. Ihre Abschüsse 2 Grenadiere, ein Schütze, Verluste 2x Corporal, Evert Harbeck. Boah. Ach du Scheiße. Aber wie konnte Campbell zweimal sterben? Ich habe nur drei Gegner gekillt anscheinend, so wie es aussieht. Das ist jetzt nicht besonders toll. Aber ja, mein Gott. Naja, das war die Mission kombinierte Waffen. In der nächsten Runde werden wir die Präsentation vom Befehligen spielen. Da werden wir hoffentlich lernen, wie man untergeordnete Soldaten oder andere Truppen befehligt auf dem Schlachtfeld. Oder vielleicht sogar von einem Gefechtsstand aus. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Das Video wird in den nächsten Tagen kommen. Ich weiß nicht genau wann. Ich bin immer noch am Arbeiten. Ist ein bisschen scheiße. Ja. Einfach oben rechts auf Abonnieren klicken, dann werdet ihr informiert, wann ich die nächsten Videos raushaue oder einfach mal auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ja, einfach vorbeigucken. Ich habe immer neue Sachen am Start, zusammen mit meinem Kumpel Carsten in letzter Zeit ziemlich viel. Und würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.